Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit Anfang Januar gibt es, wie vorhin schon erwähnt, die neue vom Senat beschlossene Fortschreibung des Kleingartenentwicklungsplans. Und heute erst stellt die Koalition ihre Anforderungen an diesen Kleingartenentwicklungsplan vor. Ist das nicht die falsche Reihenfolge? Welche Botschaft soll dieses Vorgehen zur Art und Weise der Arbeit von Parlament und Regierung für die Berliner und Berlinerinnen vermitteln, meine Damen und Herren von der Koalition? Ist jetzt die Fahnenstange erreicht? Den wegweisenden Hinweis dazu sind Sie den Berlinerinnen und Berlinern schuldig geblieben, jedenfalls in der Debatte bis jetzt. Die Entwicklung des Kleingartenwesens in der Stadt ist ein Thema, das Priorität verdient. Das haben wir ja schon mehrfach hier erwähnt. Und trotzdem ist der immer härter werdende Kampf im lukrativen Geschäft um Grund und Boden ein wichtiges anderes Thema in der Stadt. Wir begleiten als Linke dieses sozialökologisch wichtige Thema seit Jahren und haben am 21.03. letzten Jahres unseren Antrag Kleingarten langfristig sichern statt gefährden, Kleingartenentwicklungsplan neu aufstellen und inhaltlich neu ausrichten, eingebracht. Zu diesem Zeitpunkt war die Einflussnahme auf aktuelle Entscheidungen des Senates noch möglich. Zu einer zügigen Arbeit waren Sie allerdings wegen anderer Prioritäten nicht bereit. Unser Antrag wurde in der Ausschussberatung am 20.11. letzten Jahres in Zusammenhang mit einer Anhörung beraten. Und obwohl in dieser Anhörung der Satz fiel, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, wir brauchen keine bloße Fortschreibung, sondern eine Qualifizierung des Kleingartenentwicklungsplans, der die Planungssicherheit der Kleingärtnerinnen und Gärtner deutlich erhöht und den Versorgungsgrad mit Kleingartenflächen aufrechterhält. Haben Sie die Zeit für einen eigenen Antrag bis heute verstreichen lassen? Es sind ja wieder Monate vergangen. Nur der Senat hat gehandelt und die sogenannten Schutzfristen für einige Kleingartenanlagen ohne Qualifizierung des gesamten Entwicklungsplans fortgeschrieben. Was soll da Ihr Antrag heute, meine Damen und Herren? Aber kommen wir zum konkreten Inhalt Ihres Antrags, der uns heute beschäftigt. Aus der deutlichen Formulierung in der Überschrift „Dauerhafter Schutz für Kleingärten in Berlin“ wird im Antragstext so weit wie möglich dauerhaft verbindlich zu sichern und gegebenenfalls Instrumente jenseits der Festlegung von Schutzfristen zu entwickeln. Das ist kein klarer Auftrag. Das ist wischiwaschi und schafft eben nicht das, was die Überschrift verheißungsvoll verspricht. Meine Damen und Herren, wir haben die Auswertung der Anhörung zum Thema Kleingartenentwicklungsplans aus dem letzten Jahr noch nicht im Ausschuss Stadtentwicklung und Umwelt vorgenommen. Das wird jetzt dringlicher, denn nun liegt Ihr Antrag vor. Seine Überweisung tragen wir mit und hoffen, dass es dann auch klarer wird, worum es geht. Klar ist aber schon, meine Damen und Herren aus der Koalition, das ehrliche Bekenntnis aus der Politik für den Erhalt der Kleingärten in dieser Stadt sind Sie den Berlinerinnen und Berlinern und die künftigen schließe ich da ein, auch mit diesem Antrag schuldig geblieben. Kein Hinweis auf neue Flächen zur Bedarfsdeckung, kein Blick für Entwicklungsmöglichkeiten gemeinsam mit den auch um das Allgemeinwohl engagiert arbeitenden Kleingärtnern. Zur Ergänzung der Problematik schnell noch drei Zahlen. Nach Angabe des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. hat sich allein in den letzten beiden Jahren die Bevölkerungszahl Berlins um rund 100.000 Menschen erhöht, die übrigens alle eine Wohnung gefunden haben. Und da der Vergleich mit der Stadt Cottbus herangezogen wird, stelle ich hier die Frage, wo sind in Berlin die 5.339 Kleingärten auf insgesamt 217 Hektar Fläche, wie sie den Cottbuser Bürgern zur Verfügung gestellt werden? Ich freue mich also auf eine weitere Debatte im Ausschuss wieder mal zu Kleingärten. Vielen Dank.